Maschinen sind doppelsitzig ausgelegt, also im Normalfall Kriegseinsatz mit zwei Pilotenbesatzungen. Die Spannweite der Maschinen beträgt 12,80 Meter, also knapp 13 Meter, die Höhe 3,50 Meter. Und eine Reichweite von 750 km/h. Reichweite von 750 km/h. Eine Höchstgeschwindigkeit von 335 km/h. Und es wird eine Dienstgipfelhöhe von 6600 Metern. Erreicht bei einem Gewicht von 2570 Kilogramm. Ja, und wie ich gerade höre, ich habe Ihnen gesagt, die Leistung der Maschine beträgt 550 PS, aber es sind sogar, wie ich gerade höre, 600 PS. Ja, vielleicht das eine oder andere Wort zu den beiden Piloten. Der Walter Eichhorn, der Vater hier im Team, ein pensionierter Ex-Lufthansa-Jumbo-Kapitän, er fand seinen Einstieg in die Fliegerei im Jahr 1958 in Kanada und verfügt über eine Gesamtflugerfahrung heute über 19.000 Stunden auf fast allem, was fliegt. Das lässt sich alles gar nicht aufzählen, aber beispielhaft sei hier genannt die U-52, die AN-2, T-51 Mustang, auch Jets sind dabei wie die L-29 und alle möglichen Verkehrsflugzeuge, aber auch übrigens die berühmte Me-109. Mit der er auch in einigen Spielfilmen Luftszenen geflogen hat. Sportliche Erfolge hat Walter auch aufzuweisen. Er war mehrfacher deutscher Meister im Fallschirmspringen mit seinem 10-Mann-Formationsteam Walters Vögel in den 70er Jahren. Und Sieger der Bundesmeisterschaft in der B-Klasse 1988. Legendär ist der Triebwerkshaft-Triebwerkssound dieser Maschine. Und mit einer kurzen Luftschraube sorgt für dieses harte Knattern. Also mir jedenfalls gefällt es immer wieder sehr gut. Ja, Toni Eichhorn vielleicht ganz kurz auch noch erwähnt. Der Sohn hier im Bunde, er ist, wie er mir mitgeteilt hat, jetzt nicht mehr Co-Pilot auf A320, sondern zum Kapitän aufgestiegen auf dem Airbus A320. Toni ist nahezu in seiner Kindheit auf Flugplätzen groß geworden, immer am Vater dicht dran und so wundert es nicht, dass er nahezu auch alles das, was Flügel hat, in der Lage ist, die Luft zu bringen. Stellvertretend sei hier auch genannt die U-52 der Lufthansa Stiftung, diverse Jets wie Canadair Regionaljet, MD-11, aber auch die B-109. Ha ha ha!